Am 18. Dezember 1984 in Santa Caterina kommt mit der Startnummer 28 ein neuer Name in die Weltcup-Siegerliste, Vreni Schneider. Zeit. Blieb hängen mit dem Stock, aber das reicht für Vreni Schneider. 1:14:95, 2:36:56. Und das dürfte der Sieg sein, der erste Weltcup-Sieg für die sympathische, fröhliche Dame aus Elm. 1987 in Gromontana, erstes Weltmeisterschaftsgold für Vreni Schneider. Vreni Schneider schießt! Die damals 22-jährige Glarnerin trug bei zu den erfolgreichsten Titelkämpfen für die Schweiz überhaupt. 7 von 8 Rennen wurden von Schweizern gewonnen. Im Riesenslalom siegte Vreni vor Matthias Wett, Maria Walliser und Michela Ficini. 1988 die Schneiderspiele von Calgary. Zuerst Gold im Riesenslalom und dann der zweite Slalomlauf. Vreni Schneider aus Elm, die Olympiasiegerin im Riesenslalom, kurz vor dem Ziel. Nur noch wenige Tore, 49:56, es reicht. Bravo Vreni Schneider, Doppel-Olympiasiegerin hier in Calgary. Und zu Hause in Elm wurde wieder tüchtig gefeiert. Es ist so schön, wenn man weiß, so viele Leute feiern jetzt mit einem die 2 Goldmedaillen. Calgary. 1989 in Vail, Colorado, 3 WM-Medaillen holte sich Vreni Schneider. Jeweils die silberne im Slalom und in der Kombination die goldene im Riesenslalom. Und wenig später folgte der erste Sieg im Gesamtweltcup. Einmal da oben gestanden und immer gedacht, ja, also die eigene Wette dann auch noch einmal hören. Und es ist immer schön, wenn man die Schweizer Hymne hört. Und jetzt habe ich es das dritte Mal erleben und es ist ein unglaubliches Gefühl. Saalbach 1991, Vreni Schneider holte sich nach Riesengold in Gromontana und Vail auch noch einen Slalom-Weltmeistertitel. Wieder herrschte Feststimmung im Glarnerland. Ganzer Wald bekannt, nur wegen Vreni, 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 Vreni Schneider, Vreni Schneider, Vreni. Es gab in der glanzvollen Karriere auch weniger erfolgreiche Tage. 1992 in Albertville durfte Vreni Schneider zwar bei der Eröffnungsfeier die Schweizer Fahne ins Stadion tragen, die Medaillenhoffnungen aber zerbröckelten nach einem unglücklichen Stockbruch im Riesenslalom und einem eher enttäuschenden 7. Platz im Slalom. Und das wird ganz knapp, aber sie fällt zurück und es wird auch jetzt wieder keine Medaille werden für die Schweiz. 1993 Morioka. Das Pech von Albertville blieb Vreni Schneider treu. Sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom dieser vom Wind verwehten Weltmeisterschaften kam sie nicht ins Ziel. Ja, ich hatte andere Orte Stürze. Es gibt auch mal eine Zeit, wo ich vielleicht wieder, ich hoffe, wo ich nicht mehr so viel umgehe. Momentan, das stimmt, ich bin ein viel am Boden. Aber ich werde das auch wieder probieren zu meistern und ja, im Weltcup geht es weiter und das ist kein, es ist ja nicht ein Weltuntergang. In Lillehammer führte Vreni Schneider im Slalom, als Katja Koren, die Führende nach dem ersten Lauf, sich dem Ziel näherte. Es wird ganz, ganz knapp und es reicht nicht. Vreni Schneider ist Olympiasiegerin. Vreni Schneider ist Olympiasiegerin. Hier in Lillehammer, großartig! Gold im Slalom, Silber in der Kombination, Bronze im Riesen, später der Gesamtweltcup. Vreni Schneider war wieder klar die Nummer 1.
Vor 5 Wochen das Weltcup-Finale in Bormio. Vreni Schneider musste den Slalom gewinnen, um den Gesamtweltcup für sich entscheiden zu können. Lag aber nach dem ersten Lauf nur auf Platz 4. Es wurde einer ihrer legendären zweiten Läufe. Klare Bestzeit, der 55. Weltcupsieg, der 34. in einem Slalom. Katja Seitzinger wuchs über sich hinaus, realisierte in diesem zweiten Lauf die 6. beste Zeit, verlor damit den Gesamtweltcup aber um winzige 6 Punkte. Sehr sportlich gratulierte sie der Schweizerin als Erste. Das Maß aller Dinge bei Vreni Schneider ist 3. Nach 3 Olympiasiegen und 3 Weltmeistertiteln zum Schluss der 3. Gesamtweltcupsieg und der glanzvolle Abschluss seiner großen Karriere.